dem Angebot, mit Oliver auf seiner Indigo Moon Transatlantik nach Antigua zu segeln, können wir nicht widerstehen. Wir bereiten Indigo Moon in der Marina Rubicon auf die große Reise vor. Als erstes inspiziere ich das Unterwasserschiff, reinige die Borddurchlässe und die beiden Propeller. Da wir bis zu unserer endgültigen Abreise noch Fuerte, Gran Canaria und Teneriffa anlaufen möchten, decken wir uns hier auf Lanzarote nur mit den nötigsten Lebensmitteln ein. Jetzt im Oktober sind die Kanaren coronamäßig kein Risikogebiet. Überall wird Maske getragen, Hände desinfiziert, Fieber gemessen und auf Abstand geachtet. Wir haben einen großen Abschied gestern gefeiert mit der Crew der Kibo. War unheimlich lustig. Und jetzt sind wir fertig zum Auslaufen aus Rubicon. Wir werden jetzt in ein paar Minuten die Leinen losmachen und werden wir noch an die Tankstelle gehen, ein bisschen Gas kaufen. Und dann geht's los. Endgültig. Gran Tarajal ist auch dieses Mal, wie bei unseren früheren Besuchen, ein guter Ort zum Verweilen, unspektakulär und immer ohne Touristen. Aber jetzt zeige ich euch erst einmal einige Details auf Indigo Moon. Hier kommen wir rauf zum Steuerstand. Steuerstand hat zwei zentrale Winschen, wo alle Leinen zusammenkommen. Von hier kann alles einhand bedient werden. Die Maschinen, Steuer, Navigation, Großschot, Vorschot, alles läuft hier zusammen. Guten Morgen. Alle haben gut geschlafen.
hatten gestern einen ruhigen Tag hier in Bantarachal, haben uns ein bisschen das Städtchen angeschaut, ein bisschen eingekauft, die Drohne haben wir getestet, werden jetzt gleich Wassertank nochmal füllen und dann Richtung Mohable aufbrechen, um dort heute mal zu ankern. Die Wettervorhersage ist so, dass es sich anbietet. Es soll angeblich sehr, sehr wenig Wind werden. Und so werden wir wahrscheinlich darunter Motoren. Es sind aber auch nur 25 Meilen. Es ist so schön hier. Wir fressen die Bilder gerade nur so auf. Toll. Schon ganz guter. So. Ja, jetzt. Oh, da ist noch ein Hai, schwimmt da. Leg mal hin. Hier kreist ein Hai. Haben wir die gerade noch rechtzeitig raus? Das war eine Haiflosse. Wir sind kurz vor Las Palmas. Die See ist ein bisschen ruppiger geworden. Und über der Insel hängt eine große, dicke Regenwolke. Thank you.
ist ja wirklich eine Sekundensache. Ja, wenn die schön blasig sind. Ja. Auf den Kanaren ist es tatsächlich das Beste und auch das Einfachste, sich ein Auto zu mieten und die jeweilige Insel auf eigene Faust zu erkunden. Die Menge an Filmmaterial von Gran Canarias fantastischer Natur sprengt eindeutig den Zeitrahmen dieses Filmes. Deshalb hier oben rechts ein Link zu unserem ausführlichen Film über Gran Canaria. Es ist die Episode 29. Esskastanien. Zurück an Bord möchte ich euch einmal zeigen, wie es in Indigo Moon aussieht. Herzlich willkommen an Bord. So, ich bin hier in der Achterkajüte, die wir nur als Lagerraum verwenden. Haben wir hier Wasservorräte, unsere Schwimmwesten liegen hier. Hier haben wir den Blick nach außen. Es sieht so aus. Das sind die Fenster, die als Notausstieg verwendet werden können im Falle einer Havarie. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Hier geht's ins Salon. Hier eine sehr geräumige Nasszelle. Das ist jetzt der vordere Bereich. Der ist etwas anders gestaltet. Da haben wir hier das große Bett. Das ist eine recht geräumige Kabine mit Dusche da hinten. Da schläft man wirklich sehr, sehr gut. Und hier ist dann wieder der Weg zurück. Da haben wir dann auf der Seite hier nochmal eine Nasszelle. Das ist etwas kleiner. Das ist nur so ein kleines Klöchen. Weil diese Kabine hat ja die Dusche da vorne. Jetzt gucken wir mal hier in die Töpfe. Was ist denn hier so? Wow. Las Palmas de Gran Canaria hat 380.000 Einwohner. Es ist nicht nur die größte Stadt der Kanarischen Inseln, sondern auch Hauptstadt der Inselprovinz Las Palmas. Die Sea Cloud hängt irgendwie schief im Wasser. Das Archipel ist in zwei Provinzen aufgeteilt. Die zweite Provinz ist Santa Cruz de Tenerife mit seiner gleichnamigen Hauptstadt. Während die einen ihre neuesten Wasserspielzeuge vorführen, kümmern wir uns um eine sichere Platzierung des Dinkys. Frühmorgens am 25. Oktober, die Sonne versteckt sich noch hinter dicken Haufen Wolken, werfen wir in Las Palmas die Leinen los. Unser heutiges Ziel ist Santa Cruz de Tenerife. Oh ja.
Der Skipper geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Chips essen. Nach ca. 9 Stunden Fahrt heißt es dann Segel bergen und Funkkontakt mit den Marineros in Santa Cruz aufnehmen. Der Kopfsteiger an Pantalan 1 erweist sich als Logenplatz mit bester Sicht auf die ein- und auslaufenden Superjachten. Das Indigo Moon. Wir haben Teneriffa als Ausgangsort für unsere Atlantiküberquerung gewählt, weil man hier gut ausklarieren und einen PCR-Test in einer deutschen Klinik machen kann. Außerdem stehen Servicearbeiten am Boot noch an, wie zum Beispiel Sonnenpanelen nachrüsten und einen neuen Wassermacher einbauen. Indigo Moon hat zwar einen Wassermacher, für diesen fehlende Ersatzteile sind aber hier auf der Insel nicht zu bekommen. Deshalb fiel kurzfristig die Entscheidung, ein neues Gerät einbauen zu lassen. Übrigens hat Mark einen wirklich tollen Job gemacht. Er hat nicht nur schnellstens den neuen Wassermacher besorgt und sauber eingebaut, sondern auch die Solarpaneele bestens installiert. Er ist eine echte Empfehlung auf Teneriffa. In der Zwischenzeit haben wir natürlich per Mietwagen die Insel erkundet. Wie auch schon auf Gran Canaria sind wir von Neuem begeistert von der gewaltigen Natur. Hier gekrönt natürlich durch den 3700 Meter hohen Pico del Teide. Für noch mehr Naturaufnahmen von Teneriffa, hier oben rechts der Link zu unserer Episode 30. Viel Spaß! Übrigens zeige ich die Links am Ende des Films im Abspann noch einmal für alle an. Es ist mittlerweile Anfang November. Unser endgültiger Start zur Atlantiküberquerung verschiebt sich mittlerweile immer wieder. Sei es durch Ersatzteilbeschaffung oder Covid-19-Test. Alles muss koordiniert sein, damit die schwierigen Reisebedingungen zu Covid-Zeiten erfüllt werden können. Wie und ob uns das gelingt, könnt ihr in der nächsten Folge gerne mitverfolgen. Bis dahin verbleiben wir eure Mona Monas. Klappe die erste. Ein schöner Tag. Ein schöner Tag.